Die Schauermessel ist Associated Architects. Elke die Schauermessel, Roman die Schauermessel. Wir haben vor nahezu 25 Jahren unser Büro gegründet. Und wir versuchen uns eben auf einem sehr breiten Spektrum zu bewegen. Wir haben ja vor 4 Jahren nahezu dieses Industrial Design gegründet. Und wir sehen ja die Architektur als sehr integrative Profession. Das heißt, wir sehen das ja nicht voneinander losgelöst. Wir sind da immer so in einem Kontext. Ganz allgemein, wie geht es ihr an eine Entwurfsaufgabe heran? Analyse betreffend natürlich dem Gebiet, wo auch immer das Projekt entstehen wird. Natürlich der Inhalt selbst, was ist das für eine Typologie? Ja. Dann natürlich der Bauherr, wer steht uns gegenüber? Also all diese Komponenten werden extrem gründlichst untersucht. Ja. Sag jetzt mal, das Vergangene zu verstehen, die Vergangenheit zu verstehen, die Gegenwart zu interpretieren und denken dann immer an die Zukunft. Ja, was ist das Morgen von diesen, ist die Typologie nicht veraltet und so weiter. Ja. All diese Dinge sind extrem wichtig, um letztendlich innovative Architektur oder neue Tendenzen, sag jetzt mal, aufzugreifen und die in die Architektur in Raum zu implementieren. Ja. Und dann kommt ein ganz wichtiger Prozess, das ist die sogenannte Imagination. Das heißt, das Wissen ist gespeichert, aber das gespeicherte Wissen auch mal loslassen zu können. Das heißt, dass man nicht nur aus einer Bibliothek etwas herausnimmt, sondern die Bibliothek versucht bewusst zu sperren, zuzumachen. Und einfach dann die Intention, das Leben, das eigene, das persönliche Leben, sag jetzt mal, in dieses Projekt, bezüglich Erfahrungen, primär geht es da hier wirklich um Erfahrungen, in das Projekt dann einfließen zu lassen. Ja. Wir sind natürlich über gewisse Architektursprache definiert von außen, aber ich glaube auch, und da muss ich nochmal bekräftigen, dass wir jetzt unsere Architektur nicht an eine Sprache hängen. Sicher nicht. Und wenn man unsere Arbeit sich näher anschaut, dann sieht man das sehr wohl, dass wir immer sehr vielfältig reagieren und gerade anlassbezogen. Natürlich sind wir fasziniert von einer Dynamik in der Architektur, von Entwicklungen in der Architektur, ob das jetzt Materialitäten sind, die man einsetzt. Ich meine, die Architektur hat sich ja in den letzten Jahren oder die Produktionsprozesse, Materialitäten haben sich ja extrem in eine Richtung entwickelt, wo man sagt, natürlich nimmt man das auf. Und unsere Sprache war schon von Grund auf immer eine sehr dynamische, die mit dem Raum verbunden ist, die mit dem Raum arbeitet. Das war nicht das Objekt, das war immer der Raum, der maßgebend ist. Und der Raum hat letztendlich das Objekt geformt, wenn ich das jetzt so sagen Ja, darf. Der Raum, diese Erfahrbarkeit der Räume, ich meine, das wissen wir auch, wenn man Räume betritt, was die Auswirkung, die auf das Individuum haben. Ist der Raum jetzt, sage ich einmal, ist Beklemmungen in einem Raum oder fühlt man sich frei oder entwickelt man räumliche Inspirationen? Und da muss ich schon sagen, das ist schon ein Thema wirklich immer, mit dem wir uns immer beschäftigen. Unsere Architektur bezieht sich jetzt nicht nur auf das Objekt an sich. Wir arbeiten sehr, sehr stark auch mit den Zwischenräumen, mit dem öffentlichen Raum. Und ich meine, das ist ja auch unbestritten, dass man sich nicht nur auf ein Objekt zurückziehen kann, das wichtig ist, aber ich denke schon, dass ein Objekt hat eine gewisse Auswirkung, eine Ausstrahlung auf den Kontext und das ist klar, dass man das natürlich mitdenkt in den Konzept. es gibt ein Schlagwort, es ist, glaube ich, wohl bekannt. Architektur ist nichts anderes als angewandte Physiologie. Das bringt es, glaube ich, immer wieder auf den Punkt, das, was wir, wie wir Raum verstehen. Ist es schwer, als Frau in der Architekturszene Fuß zu fassen? Und wenn ja, warum? Das musst du jetzt beantworten. Das kann ich nicht beantworten jetzt. Es klingt vielleicht jetzt banal, aber Frauen können nicht immer, die kriegen halt einmal ihre Kinder irgendwann oder auch nicht, aber irgendwann. Und ich habe so tolle Projektleiterinnen auch hier gehabt, leider. Ja, und das ist schwierig, dass die so ständig immer dranbleiben. Und das ist einfach das Thema Kämmern, das ist ein uraltes und das ist wirklich schwierig, dass man sich dann wieder zurückholt, weil Architektur, das brauche ich nicht sagen, ist so fordernd und bedeutet so viel Einsatz, dass es einfach sehr schwierig ist, da allen Dingen gerecht zu werden. Aber ich finde Frauen, ich meine, ich liebe meine Projektleiterinnen, die da waren, die sind taff und machen das und sind oft unkomplizierter als
Die Herren der Schöpfung. Aber es ist sicher schwierig, aber wie gesagt, meine Position hier ist natürlich auch nicht ganz die, wo ich sagen würde, ich bin ja nicht allein als Frau, als Büroleitung da, sondern wir können uns das sehr, sehr gut einteilen und ausgleichen. Was muss ein guter Architekt oder eine gute Architektin können? Leidenschaft. Leidensfähigkeit. Empathie. Nein, es gibt schon, man muss eine große Empathie haben, das muss ich sagen. Man muss eine Leidenschaft und eine Passion mitbringen und auch ein Interesse, über diese ganzen Grenzen hinweg sich zu bewegen und sagen, ja, das interessiert mich oder da habe ich meine Inspiration oder auch versuchen, für sehr viele Dinge offen zu sein. Das finde ich schon sehr, sehr, sehr eine wichtige Eigenschaft. Und eine gewisse Leidensfähigkeit, glaube ich, braucht man schon. Das war jetzt nicht nur so plakativ gesagt. Seid ihr gute Architekten? Ich glaube, das können wir weniger sagen als die Nutzer unserer Gebäude und Häuser. Ich würde gar nicht sagen, die Kolleginnen und Kollegen, einfach die Sachen nutzen. Oder ja, wir bemühen uns, was heißt bemühen? Wir sind schon überzeugt, dass wir gute Sachen machen. Aber ob es dann im Endeffekt der das benutzt, ob das im Endeffekt dann die richtige Lösung war, stellt sich heraus. Aber ich denke doch, dass man mehrere Lösungen immer zur Disposition stellen muss. Es gibt nicht eine Lösung. Es gibt nicht eine gute Architektur, es gibt nicht eine Formensprache. Darum finde ich diesen jetzigen Diskurs auch sehr spannend, wobei sich viele Kolleginnen und Kollegen natürlich da sehr nicht angesprochen fühlen. Ich finde auch diese soziale Komponente, wie das jetzt bei der Biennale war, eine nicht unspannende Sache, dass man das einmal mit in der Architektur mitdenkt. Nur da muss man schon bedenken, dass man sich nicht hier wiederum in einen Prozess begibt, wo man sich nur mehr leiten lässt von gewissen Sachzwängen und Optimierungsbestrebungen, sondern dass man Architektur wirklich auch dort die Qualität und das, was Architektur kann und vermag, dass man das dort auch platziert in diesem Segment. Und ich finde es auch spannend, neben vielen anderen. Es gibt nicht nur das und jenes. Aber nochmal zu der Frage, ob wir gute Architekten sind. Ich glaube, wie du richtig sagst, das können andere beurteilen, sollen auch andere beurteilen. Ich würde mir nie für mal also anmaßen, dass ich sage, ich bin ein guter Architekt. Nur, ich kann nur diese Antwort so beantworten, ich fühle mich extrem wohl in meiner Position. Welche Ratschläge habt ihr für Architekturstudierende? Das ist eine Frage, die immer wieder kommt. Also ich habe da schon einen Ratschlag, und zwar deshalb, wir haben einige Male auch schon unterrichtet. Ich glaube, bestimmten Ikonen, die nachzuahmen, finde ich mal ganz sehr äußerst problematisch. Ja. Das heißt, mein Ratschlag an Studierende ist jenes, Professoren auszusuchen, die das eigene Individuum stärken. Alles andere macht definitiv keinen Sinn.